Ja, im zweiten Teil über die Wärmeleitungsgleichung wollen wir uns anschauen, wie man diese Gleichung denn numerisch lösen kann. Nochmal ganz kurz, wir werden nicht das Beispiel direkt aus dem Buch von Bollhofer und Mehrmann nehmen, sondern wir werden dieses ganz vereinfachte Setting uns anschauen, bei dem ein Draht mit einer Kerze erhitzt wird. Und wir wollen wissen, welche Endtemperatur stellt sich ein nach einer gewissen Zeit. Zunächst mal noch, wie wir das Ganze modelliert haben. Also, was war die mathematische Formulierung dieses Problems? Wir suchen eine Temperaturverteilung U auf einem Draht, der geht von A nach B. Das heißt, wir suchen eine Funktion aus dem Intervall AB nach R. Und diesmal wollen wir es mal in x schreiben, weil es sich tatsächlich ja um eine Ausdehnung handelt. Wir suchen für jeden Punkt x aus dem Draht die Temperatur, die sich einstellt nach einer sehr langen Zeit, also diese konstante Temperatur, Temperatur, die sich in der Zeit nicht mehr ändert. Und wir erhalten dafür die Gleichung minus u2' von x gleich s von x und die Randwerte u von a gleich u von b gleich, naja, eigentlich t0. Ich schreibe hier mal 0, das macht es mir nachher ein bisschen einfacher. Ja? Das heißt also, Formulierung ist ganz einfach, eine gewöhnliche Differentialgleichung. Diesmal nicht in Normalform. Ja? Also da bei Normalform müsste immer links so ein u' stehen. Wir lassen das in dieser Form hier vorne stehen, weil es sich nicht um ein Anfangswertproblem handelt. Und wir schreiben das als minus u2' gleich s, u von a gleich u von b gleich 0. Okay, wie könnten wir das diskret lösen? Die Idee muss ja irgendwie genau dieselbe sein wie bei den Anfangswertproblemen. Und wie haben wir bei den Anfangswertproblemen angefangen? Ja, wir haben uns zunächst mal unser Intervall a, b hingeschrieben oder hingemalt in diesem Fall. Und haben uns überlegt, was wissen wir über die Gleichung? Also zunächst mal, oder wissen wir über die Funktion u? Zunächst mal, es gilt überall diese gewöhnliche Differentialgleichung. Und wir kennen zwei Randwerte, nämlich wir wissen, wie die Temperatur hier am linken Rand ist und wir wissen, wie die Temperatur hier am rechten Rand ist. Wie sind wir weiter vorgegangen? Wir haben dieses Intervall aufgeteilt in kleine Einzelintervalle. Und das wollen wir auch hier wieder tun. Wir teilen das auf in groß n einzelne Intervalle. Und die Enden dieser Intervalle nennen wir, wie vorhin auch, x0, x1, x2 und so weiter bis xn. Ja, das heißt also, der Abstand zwischen zwei von diesen Punkten ist jeweils b minus a durch n. Der erste Punkt hier vorne ist x0 gleich a. Der zweite Punkt haben wir unten ist x1 gleich a plus h, x2 gleich a plus 2h und so weiter. Okay, und wir wissen natürlich u von x0, das ist jetzt der linke Randpunkt, ist 0 und wir wissen u von xn ist 0. Das sind die beiden Randwerte, die wir vorgegeben haben. Okay, jetzt müssen wir irgendwie wieder unsere Differentialgleichung ins Spiel bringen. Und dazu erinnere ich Sie an etwas, was wir bei der Modellierung gezeigt haben. Wir haben nämlich gezeigt, dass der Limes h gegen 0 u von x plus h minus 2 mal u von x plus u von x minus h geteilt durch h Quadrat, das konvergiert tatsächlich für h gegen 0 gegen u2' von x. Okay, und bewiesen haben wir das da mit Taylor. Man kann es genauso gut mit L'Hôpital machen. Ja? Es läuft alles auf dasselbe hinaus. Okay, jetzt suchen wir wieder Approximationen. Ja, das heißt also, wir wollen unsere Funktion u approximieren und natürlich an diesen Stellen x0, x1 und so weiter bis xn. Das heißt, wir suchen Näherungen an unsere Funktion u an den Stellen x0, x1, x2 und so weiter bis xn. Diese Näherung nennen wir, genau wie vorhin auch, u0, u1 und so weiter bis un. Das heißt also, u0 sollte eine Näherung sein für u an der Stelle x0. Klar, 0 ist dann das Beste. u1 sollte die Näherung sein an der Stelle u1 und so weiter. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Wir schreiben einfach mal die Differentialgleichung, die wir haben, hin an der Stelle x1. Die gilt ja überall, also gilt sie insbesondere an der Stelle x1. Okay, die Differentialgleichung war s von x1 gleich minus u2' von x1. Naja, und zumindest für kleine h ist das, wenn ich das u2' ersetze hier vorne durch diesen Bruch, das ist dann keine schlechte Idee, denn wir wissen ja, für h gegen 0 konvergiert tatsächlich dieser Bruch bzw. dieser Term hier vorne gegen das u2' von x1. Ja, da habe ich einfach nur das x1 hier vorne eingesetzt.
Okay, also wenn ich in diesen Bruch einsetze, dann haben wir zunächst mal hier, also jetzt hier steht vorne steht ein Minuszeichen, das heißt also hier kommt erstmal ein 1 durch h Quadrat, dann bekommen wir hier ein Minus u von x1 plus h. Naja, also x1 plus h ist nichts anderes als a plus 2h und das ist gerade x2. Das heißt also hier steht ein Minus u von x2 plus 2 mal u, naja, an der Stelle, wo ich es auswerte, das gibt also plus 2 mal u von x1. Minus u von x1 minus h, naja, x1 minus h ist a, das ist nichts anderes als a. Und das heißt also, wenn wir diesen Bruch hier vorne hinschreiben, dann steht da nichts anderes als 1 durch h Quadrat mal minus u von x2 plus 2 mal u von x1 minus u von x0. U von x0 kennen wir, ja, das ist der Randwert auf der linken Seite, der ist 0, das heißt, in diesem Fall können wir den sogar weglassen. Okay, wir wissen also, dass u, das erfüllt approximativ diese Gleichung hier vorne. Okay, diese uks, die wir haben, das sollen Näherungen sein für u von xk. Naja, das heißt also, auch die Näherungen sollten natürlich diese Gleichung hier vorne erfüllen. Das u2 sollte, oder zumindest mal wieder ungefähr erfüllen. Das heißt also, das u von x2 wird approximiert das durch das u2, das u von x1 wird approximiert durch das u1, das u von x0 ist sowieso 0. Das sollte diese Gleichung auch so ungefähr erfüllen, denn es soll ja eine gute Approximation sein. Okay, das heißt, was haben wir jetzt? Ups, was haben wir jetzt? Wir haben, dass s von x1 so ungefähr in der Größenordnung liegen soll wie 1 durch h Quadrat mal minus u2 plus 2 mal u1. Und ja, das U2 ist dabei die Näherung für U an der Stelle x2, das U1 ist die Näherung für U an der Stelle x1. Okay, und jetzt machen wir tatsächlich die echte Approximation. Wir fordern diese Gleichheit, fordern wir nicht ungefähr, sondern die fordern wir exakt. Das heißt also, wir fordern, dass S von x1 exakt gleich 1 durch h Quadrat mal minus U2 plus 2 mal U1 ist. Das ist nicht ganz korrekt, ja, denn Sie sehen schon wieder, ich habe mehrere Approximationen gemacht. Einmal habe ich hier vorne diesen Limes, habe ich hier ersetzt, indem ich ein festes h tatsächlich eingesetzt habe. Ja, das ist natürlich nicht korrekt. Ich habe das für ein festes h ausgewertet. Und ich habe hier vorne, naja, dieses echte u von x2 ersetzt durch meine Approximation. Ja, das heißt, ich habe wieder zwei Fehler im Grunde hier gemacht. Aber man hat wieder das Gefühl, naja, für sehr kleine h wird das gar nicht so falsch sein, denn naja, für ein sehr kleines h ist hier oben wird das hier ja immer korrekter, wird das hier korrekt sein. Und natürlich erwarten wir natürlich auch, dass für kleines h tatsächlich die Approximation immer besser wird. Das heißt, man hat das Gefühl, okay, so schlecht könnte das gar nicht sein. Okay, das heißt, wir bekommen hier eine lineare Gleichung in den Variablen u1 und u2, denn wir suchen ja die Näherungen für u an der Stelle x1 und an der Stelle x2. Das heißt, wir suchen gerade ein u1 und ein u2. Okay, jetzt kann ich diese Gleichung aber nicht nur hinschreiben an der Stelle x1, ich kann sie auch mal an der Stelle x2 hinschreiben. Okay, was wird dann passieren? Gucken wir nochmal hier oben hin. Also wenn ich es jetzt hinschreibe an der Stelle x2 hier vorne und ich nehme wieder diese Gleichung hier vorne, also diese Formel hier und setzt das ein, dann brauche ich zur Approximation von u2' an der Stelle x2 das u an der Stelle x1 links daneben und das u an der Stelle x3 rechts daneben. Das heißt also, was bekomme ich, wenn ich genau dasselbe mache wie gerade? Ich bekomme eine lineare Gleichung, diesmal in u1, u2 und u3. Ja, und wir wissen auch schon, was das ist. Da wird sowas stehen wie 1 durch h Quadrat mal minus u1 plus 2 mal u2 minus u3. Okay, und das ist gleich s von x2. Okay, das mache ich jetzt nicht nur natürlich für diese ersten beiden, ich mache es für alle. Und ja, wir sehen, was dann dabei rauskommt. Wo habe ich es stehen? Ah ja, hier vorne. Wir bekommen so eine Gleichung, s für jedes k zwischen 1 und n minus 1 einschließlich, bekommen wir sowas wie s von xk gleich 1 durch h Quadrat mal Punkt links daneben, Punkt rechts daneben, Entschuldigung, Punkt rechts daneben ist ein minus uk plus 1, plus 2 mal den Punkt selbst, also plus 2 mal die Näherung an der Stelle xk, minus die Näherung an der Stelle x minus 1.
gibt also S von xk gleich 1 durch h Quadrat minus uk plus 1 plus 2 mal uk minus uk minus 1. Okay, und das geht für k gleich 1 bis n minus 1. Und dabei müssen wir nur noch beachten, dass wir ja die beiden Randwerte kennen. Das heißt also, wir wissen, dass u0 eine gute Näherung für u an der Stelle x0 gleich a ist 0 und an der rechten Stelle an der Stelle xn gleich b ist natürlich auch 0. Das heißt, was wir am Ende haben, ist, wir bekommen ein lineares Gleichungssystem in den Variablen u1 bis un minus 1. u0 und un kennen wir ja. Und außerdem schreiben wir diese Gleichung hin an den Stellen x1 bis xn minus 1. Das heißt also, insgesamt bekommen wir gerade n minus 1 Gleichungen in n minus 1 Unbekannten. Das heißt, theoretisch ist dieses Gleichungssystem, das da rauskommt, tatsächlich lösbar. Schauen wir uns an, wie dieses Gleichungssystem nun ganz konkret aussieht. Naja, also hier vorne steht es ja im Grunde schon. Ich habe die Unbekannten u1 bis un minus 1. Die erste Gleichung ist 2 mal u1 minus u2. Das heißt also hier vorne in der ersten Zeile dieser Matrixgleichung stehen nun 2 und ein minus 1. Ja, 2 mal u1 minus u2, alles klar, ist gleich. Und auf der rechten Seite steht das s von x1. Naja, und wenn ich das mit den anderen auch mache, dann steht hier überall zweimal diese, auf der Hauptdiagonale steht immer eine 2, ja, das ist diese 2, und links und rechts daneben stehen minus 1 und hier minus 1. Okay, und in der letzten Zeile, naja, da fällt das un praktisch wieder weg, und dann haben wir hier vorne eine 2 und eine minus 1 stehen in der letzten Zeile. Okay, gut. Das kann ich jetzt nennen AU gleich S. Ja, würde bedeuten, ich nenne diese Systemmatrix oder diese Hauptmatrix links des Gleichungssystems auf der linken Seite nenne ich A. Dieses U1 bis UN minus 1, diesen Vektor nenne ich U. Das S, also den Vektor mit S von X1 bis S von XN minus 1, nenne ich S. Und damit haben wir das Gleichungssystem AU gleich S mit einer N minus 1 Kreuz N minus 1 Matrix A, einem Vektor U aus dem R hoch N minus 1 und einem Vektor S aus dem R hoch N minus 1. Okay, was ist für uns jetzt wichtig? Wir werden uns die gesamte Vorlesung über dieses Gleichungssystem, das hier steht, so als ein Prototyp anschauen für ganz viele Gleichungssysteme, die in der Praxis tatsächlich auftauchen. Und wir werden gerade diese Matrix, also dieses Gleichungssystem, das hier steht, ganz besonders untersuchen. Im Augenblick wissen wir ja noch nicht mal, dass diese Matrix, die da steht, überhaupt invertierbar ist. Das heißt, wir werden unter anderem zeigen, solche Matrizen sind invertierbar. Und man hat für diese Matrizen ganz besonders schnelle Verfahren, um die Lösung dieser Gleichungssysteme auszurechnen. Und ich werde Ihnen jetzt erstmal zeigen, dass, wenn wir ganz klassisch hingehen und einfach mit dem Gauss-Verfahren diese Gleichung lösen, tatsächlich eine vernünftige Temperaturverteilung herauskommt.